Ciao a tutti, sono Invincible. Willkommen zurück zu einem Lightworks-Tipp. Und zwar möchte ich heute Effekte zeigen, das Color Correction Effekt. Ich benötige das gerade zum hier mein Video bearbeiten, mein Overclocking Video. Arbeite jetzt auch auf 4K. Ich hoffe, die Auflösung ist nicht zu klein. Sonst muss ich einfach die UI ein bisschen größer machen. Sag mir Bescheid, falls es zu klein ist. Gehen wir mal zu den Effekten. Ich addiere jetzt einfach einen Effekt. Habe ich gerade unter meine Favoriten. Die findet ihr sonst auch unter Color, Color Correction. Könnt hier gleich ein Favorit erstellen. Wir addieren das. Dann geht er automatisch unter Settings und ich sehe hier, der ist hinzugefügt. Auch hier sehe ich, ein Effekt wurde hinzugefügt. Jetzt muss ich da natürlich was verändern. Ich gehe unter Kurven und ändere, da mache zwei Punkte rein und ändere da ein bisschen die Kurve hier. Das heißt, es wird alles ein bisschen heller. So finde ich es nicht schlecht. Kann dann immer noch den Kontrast ein bisschen erhöhen, die Helligkeit vielleicht noch auch ein bisschen erhöhen. Das finde ich okay. Wir können hier noch auch gehen, das heißt, es wird noch heller da. Auf der Seite sieht man das vor allem. Das wird zu extrem. Ich kann auch hier reinschreiben, schreiben wir wieder 0% rein. Natürlich könnte ich auch Shadows noch verändern und da noch Highlights und so weiter und so fort. Da gibt es noch viel mehr Einstellungen. Ich verwende meistens ein bisschen die Kurven, da auf jeden Fall die Kurven und hier die Gamma, Contrast und Brightness. Das andere kann man jetzt auch wieder resetten, also ich könnte jetzt alles wieder resetten oder ich resette natürlich Shadows, ich resette wieder die Midtones und resette da nochmals die Highlights. So. Kontrolliere mal, ob das wieder in Ordnung ist. Gigahertz. Sieht gut aus. Das war der Effekt Color Correction. Bis zum nächsten Tipp. Invincible out.